Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, ich bin diesmal alleine, aber ich habe echt tolle Sachen zu erzählen und zu zeigen. Ihr habt ja bestimmt von hier und da mal mitbekommen, dass Tunji und ich eine Firma gegründet haben und wir haben noch nie über diese Firma hier auf YouTube mit euch gesprochen. Wir haben weder unsere Produkte hier mal gezeigt, beziehungsweise vielleicht mal hier kurz gezeigt und danach halt, ne, das war's. Keiner weiß, was das für Produkte sind. Und ich dachte mir, wenn ihr uns halt nicht auf Instagram folgt, verpasst ihr auf jeden Fall sehr, sehr viel. Dann habt ihr sicherlich nicht mitbekommen, dass wir die perfekte Hautpflegereihe rausgebracht haben. Ich habe zwar unsere Produkte immer auf Instagram gezeigt, aber heute werde ich mit euch unser neues Produkt teilen. Jeder wird es hier zum ersten Mal sehen. Wir haben wirklich so lange auf das Produkt gewartet. Ich benutze das Produkt schon seit über einem halben Jahr. Aber wir kommen noch dazu. Falls ihr noch nicht die richtige Hautpflege gefunden habt und ihr vielleicht unsere Produkte austesten wollt, dann bleibt bis zum Ende dran. Wir werden zum ersten Mal eine Aktion auf unserer Seite haben, die wir bis jetzt noch nicht hatten oder jemals haben werden, höchstwahrscheinlich. Ich bin übertrieben aufgeregt. Meine Hände fangen schon an zu schwitzen. Ich muss wirklich dazu erwähnen, weil wir tagtäglich diese Frage bekommen. Habt ihr mal Codes? Warum habt ihr nie Codes? Wir haben wirklich so gut wie nie Codes. Ich glaube, einmal am Muttertag haben wir das gemacht und das nur für einen einzigen Tag. Der Grund, warum wir nie Codes haben, ist einfach nur der, weil wir euch die günstigsten Preise anbieten. Wenn man so bedenkt, was man mit unseren Produkten erzielen kann, ist das wirklich so gut wie nichts. Denn ihr müsst euch wirklich vorstellen, so, so viele Feedbacks haben wir bekommen, wo unsere Kunden uns geschrieben haben, Ebro, du hast mein Leben verändert. Und genauso geht es mir eigentlich auch, weil falls ihr mir etwas länger folgt, dann wisst ihr ja, dass ich mal sehr unreine Haut hatte, wirklich sehr unreine Haut. Ich habe mich schon geschämt, irgendwie ungeschminkt rauszugehen. Das ist ja normal, also man sollte sich zwar nicht schämen, das ist was Normales, aber man hätte ja lieber eine reinere Haut, als wenn man halt, ne, mit Akne rausgeht und damit rumläuft. Oder es ist halt schade, wenn man sich ungeschminkt gar nicht mehr traut, rauszugehen. Und ich hatte halt auch mal so eine Phase, wenn ihr mich schon etwas länger folgt, dann kennt ihr meine älteren Videos sicherlich. Sogar ein Video ist bei mir, ich glaube, einer der meistgeklicktesten Videos, über 1 Million Aufrufe. Da war ich ungeschminkt und ja, habe einfach so ein Gerät mit euch geteilt. Und beim Schneiden habe ich mir die ganze Zeit gedacht, wie soll ich das Video online stellen? Weil ich habe mich wirklich nicht getraut, das Video online zu stellen, da ich eine sehr schlechte Haut hatte. Ich glaube, meine Haut war sogar damals noch schlimmer als das, was ihr halt in diesem Video seht. Ich wusste nicht, was ich machen soll. Ich habe wirklich so viele Produkte ausgetestet. Ich habe so viel Geld für verschiedene Produkte rausgeschmissen, bis ich unsere Seife ausgetestet habe. Mein Onkel ist ein Seifenhersteller und das schon seit über 30 Jahren. Er hat halt selber Seifen hergestellt und das lag, keine Ahnung was, wirklich seit einem Jahr bei uns zu Hause. Ich habe mich einfach nie dafür interessiert. Da habe ich mir gedacht, komm, give it a try. Und danach habe ich mein Gesicht damit gewaschen. Und Leute, nach der ersten Anwendung habe ich schon einen Unterschied gesehen. Meine Poren wurden kleiner, meine Mitesser sind verschwunden. Natürlich ist mein Akne nicht von einem Tag auf den anderen weggegangen. Also meine ganzen Pickel. Aber wirklich nach einer Woche habe ich schon gesehen, wie die langsam verblassen und wie meine Haut glatter wird und so weiter. Und ich dachte mir so, wow, okay, ich habe jetzt auf jeden Fall mein Produkt gefunden. Dann habe ich immer mehr und mehr Nachrichten von euch bekommen. Ebro, wie hast du eine reine Haut bekommen? Wie hast du deine ganzen Unreinheiten wegbekommen? Warum sieht deine Haut gerade so gut aus? Dann dachte ich mir so, ganz ehrlich, eigentlich könnte ich doch diese Seife auch verkaufen, damit ich erstens anderen Leuten helfen kann und zweitens, ich wollte schon immer eine eigene Firma gründen. Ja, es geht halt um diese Seife hier. Unsere Seifen werden handgemacht und das macht alles mein Onkel mit seinen Mitarbeitern in der Türkei. So sieht die Seife aus, also sogar hier die Schrift wird einfach drauf gestempelt, sogar das wird halt mit der Hand gemacht. Das haben wir alles auch auf unserer Seite gepostet, auf der Pure Ebro Seite auf Instagram. Verlinke ich euch gerne auch in die Infobox, da sind sehr, sehr viele andere Feedbacks, ehrliche Feedbacks von unseren Kunden, vorher, nachher Bildern, wo ihr euch denken werdet, das ist doch nicht möglich. Aber Leute, diese Seife bewirkt einfach Wunder. Ich habe noch nie mein Leben sowas erlebt. Wir haben natürlich direkt mit 30 Jahren Erfahrung gestartet. Wie gesagt, mein Onkel kennt sich ja super aus damit und ich habe ihm einfach gesagt, ganz ehrlich, ich möchte auch ein paar Seifen verkaufen. Und wir haben mit 500 Seifen angefangen und Leute, innerhalb ein paar Stunden waren wir ausverkauft. Und danach kamen schon nach Wochen die ersten vorher, nachher Bilder. Und wir dachten so, oh mein Gott, nein. Es gab krassere Fälle, also nicht so wie bei mir zum Beispiel. Ja, hier und da hatte ich halt Pickel. Leute hatten wirklich Akne. So das ganze Gesicht war voll mit Unreinheiten und wir konnten denen einfach mit dieser Seife helfen. Genau, mit diesem Produkt haben wir gestartet. Also es war das erste Produkt von uns. Ich liebe den Duft einfach wirklich. Ich liebe ihn über alles. Manche können ihn nicht so leiden, aber ich weiß, dass sehr, sehr viele von euch den Duft auch lieben. Wenn ihr das Paket öffnet, dann kommt direkt dieser Duft, weil das ist einfach alles natürlich, Leute. Die Seife enthält keine künstlichen Farb- oder Duschstoffe, keine Konservierungsstoffe und auch keine Parabene. Es ist wirklich ein reines Naturprodukt zu 100% hergestellt aus den Blättern der Lorbeerpflanze und Olivenöl. Lorbeeröl hemmt eine Talgdrüsenüberfunktion
Wirkstoffen, weshalb das besonders wirkungsvoll bei einer unreinen Haut und Akne ist. Olivenöl unterstützt die selbstregulierende Funktion der Haut. Es wird von der Haut gut aufgenommen und dringt auch in tiefere Schichten ein. Die Zusammensetzung der beiden Produkte ist wirklich so gut gegen Unreinheiten. Also ich könnte wirklich stundenlang darüber reden und euch die ganzen Vorher-Nachher-Bilder zeigen. Aber worauf ihr achten müsst, Leute, also die Seife muss auf jeden Fall trocken gelagert werden. Nicht in einer Plastikseifenschale, wenn es geht, in so einer Holzseifenschale oder etwas, wo das Wasser einfach runtertropfen kann, damit die Seife einfach trocken bleibt. Nicht in die Augen damit. Ihr sollt das Gesicht mit lauwarmem Wasser waschen. Was ich euch empfehlen kann, nehmt die Seife mit in die Dusche, weil dann öffnen sich die ganzen Poren und danach erzielt ihr einfach ein besseres Ergebnis. Wir empfehlen, die Seife einmal am Tag zu benutzen. Es kann sein, dass eure Haut dadurch austrocknet, aber nach jeder Anwendung solltet ihr unbedingt irgendein Feuchtigkeitsprodukt benutzen. Ihr fragt uns immer wieder, welche Feuchtigkeitsprodukte wir euch empfehlen können. Ich kann euch nichts empfehlen, da ich halt nur mein eigenes Feuchtigkeitsprodukt benutze und das ist unser Öl. Aber achtet immer auf die Inhaltsstoffe. Also falls ihr unser Öl nicht kaufen möchtet, aus welchen Gründen auch immer, aber bitte nach jeder Anwendung eine Feuchtigkeitspflege benutzen. Die Seife kostet nur 8,99 € und wenn ihr wirklich bedenkt, was die Seife bis jetzt alles gemacht hat. Wir haben so viele wiederkehrende Kunden, weil die einfach halt tolle Ergebnisse durch die Seife bekommen und die Seife wirklich nicht die Welt kostet, kommen die immer wieder, kaufen die bei uns und geben immer wieder deren Feedback ab. Vor allem werde ich so oft auf der Straße angesprochen. Gestern habe ich sogar eine Kundin getroffen auf der Straße. Sie kam zu mir und hat gesagt, Ebro, schau dir mal meine Haut an. Ich schaue mir ihre Haut an. Ich so... Ja, und dann hat sie gesagt, weißt du, wie meine Haut früher aussah? Dann hat sie mir halt die Fotos gezeigt und ich schaue mir ihre Haut in real life an und ich denke mir so, das hat unsere Seife hinbekommen und ich war wirklich so geschockt, aber so glücklich und so stolz drauf. Ich muss aber ehrlich sagen, die Seife kann nicht jedem helfen. Manche reagieren allergisch drauf, manche vertragen die Seife nicht, aber 95% unserer Kunden sind zufrieden und ja. Das ist schon mal eine sehr stolze Zahl. Und was ich noch erwähnen möchte, ist, dass die Seife bei Dermatest mit sehr gut 1,0 abgeschnitten hat. Kommen wir zum zweiten Produkt, das ist unser Waschgel. Die Aktion, die ich euch am Ende vorstellen werde, hat sehr viel mit diesem Waschgel zu tun. Das Waschgel wird es so nicht mehr geben, da wir gerade daran arbeiten, ein neues Waschgel für euch herzustellen. Natürlich macht es das Waschgel nicht weniger gut, aber wir wollten halt an dem Duft arbeiten und an der Konsistenz. Das Waschgel ist halt sehr gut zum Abschminken. Ihr könnt euch ja mit der Seife nicht abschminken. Ich weiß, mehrere unserer Kunden machen das, aber da ist halt die Gefahr, dass die Seife halt in die Augen kommt. Mit diesem Waschgel könnt ihr sehr gut euer Make-up abwaschen und es pflegt gleichzeitig eure Haut, da es auch aus Lorbeeröl besteht. Da ist 200 ml drin, ist es wirklich sehr, sehr ergiebig und ich schmink mich wirklich jedes Mal mit diesem Produkt ab. Und für die, die uns gefragt haben, ob man das in Kombination mit der Seife nutzen kann, ja, das kann man auf jeden Fall. Also ihr schminkt euch erstmal mit diesem Produkt ab und dann reinigt ihr eure Haut mit dieser Seife. Und jetzt kommen wir zum Highlight. Zum Highlight, Leute, zum Highlight. Es geht um unser Öl. Oh mein Gott, ey. Ich glaube es einfach nicht, dass ich das Öl einfach so in meinen Händen gerade halten kann und es gerade zum Verkauf steht. Die Flasche ist einfach ein Traum, Leute, wirklich. Also genau wegen dieser Flasche hat es eigentlich so lange gedauert. Da ist auch eine Pipette dabei, damit ihr auch besser damit arbeiten könnt, also präziser. Bei mir ist es zum Beispiel immer so, dass ich nach jeder Anwendung der Seife dieses Öl benutze. Ich weiß halt ganz genau, wie viele Tropfen ich brauche. Ich brauche zum Beispiel 5 Tropfen und das reicht halt komplett aus. Ich benutze das Öl jeden Morgen und Abend und bevor ich mich schminke, es ist wirklich eine richtig gute Base für das Make-up, denn euer Gesicht sieht einfach richtig gesund aus, wenn ihr das Öl benutzt. Euer Gesicht glänzt, aber halt nicht so, als ob euer Gesicht jetzt irgendwie Öl rausspuckt, sondern es sieht einfach gesund aus. Wisst ihr, was ich meine? Das Öl besteht aus Arganöl, Avocadoöl, Squalanöl und Vitamin E. Ihr habt ja bestimmt schon mal mitbekommen, dass Arganöl wirklich perfekt für die Haut ist. Ich zeige euch mal ein paar kleine Aufnahmen, wie ich das Öl auftrage und erzähle euch so ein bisschen über das Öl. Unser Natural Glow Oil ist die perfekte Gesichtspflege. Ob man Hilfe bei der Problemhaut braucht, nur Schutz im Alltag oder eine Make-up-Unterlage. Über Arganöl kann man eigentlich nur schwärmen. Beinahe gegen alle Hautprobleme ist das Natural Glow Oil eine optimale Lösung. Es führt bei einer unreinen Haut, Narben, Schwangerschafts- und Dehnungsstreifen, Zellulite, Wunde und juckende Haut deutlich zu positiven Veränderungen. Das Öl ist in der Lage, tief in die Haut einzudringen, die Durchblutung anzuregen und die Zellgeneration zu fördern. Die Inhaltsstoffe sind antibakteriell, desinfizierend, entzündungshemmend und antioxidativ. Die übermäßige Teilproduktion bei fettiger Haut normalisiert sich, Narben, entzündete Pusteln und Mitesser können abheilen. Weil Arganöl nachweislich in der Lage ist, die Teigproduktion der Poren zu regulieren, ist es perfekt für jeden Hauttypen. Mischhaut zeichnet sich dadurch aus, dass einige Bereiche der Haut fettig sind und zu Unreinheiten neigen, so wie bei mir zum Beispiel. Ich habe eine Mischhaut und seitdem ich dieses Öl benutze, habe ich das einfach so im Griff, meine Haut ölt nicht nach, es hat genug Feuchtigkeit. Ich habe das immer so gehasst, weil meine T-Zone auch immer richtig ölig aussah und das war einfach nicht schön. Wesentlicher Bestandteil von Avocadoöl sind die ungesättigten Fettsäuren, die ungefähr 85% des Öls ausmachen. In ihm finden sich vor allem Vitamin A, Vitamin D, Vitamin E und die Haut profitiert
profitiert von dem ganzen Vitamingehalt. Es ist sogar für jeden Hauttypen geeignet, da es sanft pflegt, aber nicht irritiert. Außerdem schützt das Öl vor Umwelteinflüssen, die die Haut noch weiter austrocknen könnten. Und vorzeitig angewendet ist das Öl auch eine Unterstützung bei der Vorbeugung vorzeitiger Hautalterung. Vor allem im Winter bekomme ich wirklich so eine trockene Haut. Ich bin wirklich sehr gut vorbereitet mit dem Öl. Das Öl ist ja 100% natürlich. Ihr kennt das ja bestimmt, wenn ihr irgendwann mal Öl auf eure Haut aufgetragen habt, dann bleibt so ein Ölfilm auf der Haut. Ihr kennt das sicherlich. Deshalb haben wir auch noch Squalanöl reingepackt, da das Squalanöl das Einziehverhalten einfach verbessert. Also wenn ihr das Öl auftragt, dann werdet ihr merken, wie schnell das Öl in die Haut einzieht. Und da ist auch noch Vitamin E drin, wozu das da ist. Avocadoöl hat ja eigentlich genug Vitamine. Wir haben extra nochmal Vitamin E reingepackt, da das Öl nach einer Zeit vielleicht etwas schlecht werden könnte. Aber durch das Vitamin E ist es bei uns nicht der Fall. Es ist mega ergiebig. Also ich, wie gesagt, ich benutze das Öl ja schon seit 6 Monaten und in 6 Monaten habe ich gerade mal nur 1,5 Flaschen aufgebraucht. Das Öl kostet 19,99 € und für das Öl ist es wirklich ein unschlagbarer Preis. Es sieht nicht nur hochwertig aus, sondern die Öle, die da drin sind, sind mega qualitativ. Das Öl ist made in Germany. Die Öle beziehen wir auch aus den Ursprungsländern. Das heißt, Arganöl beziehen wir aus Marokko und Avocadoöl beziehen wir aus Kenia. Das sind wirklich sehr qualitative Öle. Und jetzt kommen wir zum Angebot. Wir haben nicht mehr so viele von den Waschgelen da. Ich habe euch ja gesagt, bleibt bis zum Ende, denn ich habe eine krasse Aktion für euch. Wir haben nie Rabattcodes, wirklich nie, aber wir geben euch einmal die Möglichkeit, echt gut Geld zu sparen und als so eine Kennenlernaktion, sagen wir mal, haben wir uns gedacht, dass wir die 3 Produkte in einem Set verkaufen und das Ganze für nur 36,99 €. Also ihr spart circa 5 €, und das ist schon so, als ob ihr diese Seife dazu geschenkt bekommen würdet. Der Grund, warum wir das halt so machen, das Waschgel könnt ihr nicht mehr einzeln kaufen. Wir haben nur noch 2000 Stück von den Waschgelen und wir dachten uns, komm, machen wir eine besondere Aktion dafür und als wie so eine Kennenlernaktion für das Öl. Damit will ich euch einfach nur sagen, dass nur 2000 Leute die Möglichkeit haben, überhaupt von dieser Aktion zu profitieren. Deswegen seid schnell. Wer weiß, wann das ausverkauft ist. Das sind einfach unsere Beauties. Für mich die beste Hautpflege und für sehr, sehr viele anderen. Jetzt habt ihr unsere Produkte auch kennengelernt. Falls ihr den Versand zu teuer findet, also sehr viele sagen auch die ganze Zeit, der Versand ist mir zu teuer etc., teilt den Versand mit eurer Freundin. Fragt eure Freundin einfach mal, ob die auch Interesse haben. Vielleicht haben die das Video gerade auch gesehen und möchten auch unsere Produkte bestellen. Dann könnt ihr mal sagen, lasst doch mal zusammen bestellen und dann teilt ihr euch einfach den Versand. Das ist auf jeden Fall auch mal eine Idee. Alle weiteren Infos findet ihr auf unserer Webseite, falls ihr euch halt mehr über die einzelnen Produkte informieren möchtet. Unsere Instagram-Seite packe ich auch nochmal hier rein. Abonnieren nicht vergessen, damit ihr die ganzen Feedbacks nicht verpasst. Und ansonsten würde ich sagen, danke vielmals fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.